los. Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe gerade meinen Einkaufswagen mitten im Supermarkt stehen gelassen, um schnell herzukommen. Aber man muss sich ja so ranhalten mit dem Wohnort in Berlin. Kurz schön für Sie. Haben Sie die Kaution dabei? Was? Nein, ich wollte mir die Wohnung eigentlich erstmal nur angucken. Naja, da es hier so viele Interessenten gibt, steigen die Chancen derjenigen, die schon mal anzahlen. Ich habe nur 10 Euro. Na, dann mal hier lang. Das ist die Abstellkammer? Nein, das ist das Badezimmer. Ja, aber hier gibt es doch gar kein Waschbecken, Toilette, Dusche. Das müssen Sie schon selber mitbringen. Ich muss meine eigene Dusche mitbringen. Na, aber in der Anzeige stand doch irgendwas von voll möbliert. Ist ja kein Möbel, oder? Schon, ja. Wo ist denn zumindest die Waschmaschine aus der Annonce? Damit ist gemeint, dass Sie die Erlaubnis bekommen würden, hier eine Waschmaschine anzuschließen. Nicht, dass hier bereits eine ist. Spannend. Wie lang bitte? Ich nehme an, die Küche muss ich auch selbst mitbringen? Ja, ganz recht. Und das Fenster? Ebenfalls. Ach, der Stuhl, das sind die Möbel. Oh, der sollte hier gar nicht stehen. Nein, das ist meiner. Klar. Sitzen ist ja bekanntlich das neue Rauchen. Sie rauchen? Na, dann bekommen Sie die Wohnung nicht. Nein, das war nur wegen dem Stuhl. Nein, ich bin nicht Raucher. Entschuldigung, alles gut. Das Schlafzimmer? Das ist nach der neuen Perlach-Architektur nicht mehr nötig. Somit hat man die große Auswahl, wo man seine Matratze hinlegen möchte. Wie hoch war die Miete nochmal? 950 plus 6 Monate Kaution. Warm? Nee, eine Heizung gibt's hier nicht. Gut. Nehmen Sie. Gut.